Schönen guten Tag, mein Name ist Cedric Füller. Ich bin Projektmanager bei Amagno seit circa 1,5 Jahren jetzt. Und wir haben das Thema Best Practice mit dem Fokus auf Wiedervorlage und das rechte System in Amagno und so an kleinen Live-Beispielen werde ich das Ganze auch nochmal zeigen. Herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass Sie da was mitnehmen. Und wir starten einfach mal direkt los. Die Wiedervorlagen mit Amagno haben wir ganz oft in Kundenprojekten. Ich finde, es ist ein einfacher und schlanker Workflow, den ich gerne teilen möchte in so einem Event und die Chance nutzen würde, damit Sie davon auch profitieren können. Ist leicht anzulegen, leicht zu administrieren und hat viele verschiedene Einsatzszenarien, unter anderem für Vertragszyklen, Aufgabenstapel, To-Dos, Neuabnahme von Dokumentation beispielsweise oder auch Rezertifizierung oder wiederkehrende Ausgangsrechnung, die Sie regelmäßig an Ihre Debitoren rausschicken. Das zeige ich auch alles nochmal gleich anhand Beispielen. Aber das sind so die groben Einsatzmöglichkeiten, die wir jetzt erstmal so mit Wiedervorlagen haben. Wiedervorlagen sind so Teil des sachlichen Prüfens auch mit E-Mail-Benachrichtigungen. Alles ist eigentlich technisch genau dasselbe. Aber das Ganze kann man sehr schlank abbilden. So, da unterscheiden wir eigentlich grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten der Wiedervorlage. Einmal die aktive Wiedervorlage, das wäre zum Beispiel sowas wie eine Art To-Dos, auch im Outlook, ne, die Aufgabenleiste, sagt Ihnen vielleicht was. Zum Beispiel in diesem Kontext, diese Rechnung muss ich mir nochmal irgendwann anschauen. Da habe ich irgendwie nochmal einen Fall, den ich klären muss. Das ist jetzt aber nicht akut, aber ich muss es auch im Schirm haben, dass ich es mir demnächst bearbeite. Das wäre sozusagen die aktive Wiedervorlage. Und dann hätten wir dabei dann auch die passive Wiedervorlage. Sowas wie diese Rechnung muss ich mir 3 Wochen mit meinen Kollegen nachbesprechen. Das wäre dann gut verbunden mit einer Art E-Mail-Benachrichtigung. Ne? Also ich lege mir was in 3 Wochen hin, was ich dann erst wieder angreifen will. In der Zwischenzeit will ich nichts davon hören. Am Magno schickt mir eine E-Mail-Aktion mit einer Erinnerung los und dann halt eben passenden Link dazu. Das sind so die beiden technischen Möglichkeiten, die man jetzt hier so im Standard hat. Es gibt bestimmt auch noch andere Wege, aber diese beiden möchte ich Ihnen einmal nahebringen. Genau, wir starten direkt mit einer Demo in Amagno. Stellen Sie Ihre Fragen gerne zwischendurch, die Sie haben, an Herrn Janssen. Der ist mit im Chat und wird die weitestgehend so beantworten. Am Ende, je nachdem, wie wir mit der Zeit durchkommen, werden wir auch nochmal Fragen beantworten können. Und jetzt sollten Sie alle mein Amagno sehen. Wir haben hier oben zwei Magnete, auf dessen Fokus wir uns setzen. Das ist eben Wiedervorlage aktiv, Wiedervorlage passiv, wie eben erklärt. Das Ganze könnte jetzt auch einfach heißen Aufgaben, To-Do, wie auch immer. Und wir haben da einfach nur zwei Stempel, die eben sagen, Wiedervorlage aktiv, Wiedervorlage passiv. Dahinter hängen Merkmale, die eben Datumshinterhalt haben und auch ein Statusmerkmal. Das Statusmerkmal ist einfach ein kurzes Merkmal, was sagt, ich habe hier entweder eine aktive Wiedervorlage, eine passive oder meine Wiedervorlage erledigt. Das wird quasi oben in den Magnetregeln genutzt. Das sieht man quasi hier in der Wiedervorlage aktiv. Das heißt einfach nur Status ist gleich Wiedervorlage aktiv. Wenn das gegeben ist, fällt das Dokument, was auch immer es ist, in diesen Magnetkorb rein. Unter passiv haben wir genau dasselbe, ist einfach mit dem Status passiv. Nur hier haben wir noch die Erweiterung. Wir wollen ja eine bestimmte Erinnerungszeit, ein Datum mit beigeben. Deshalb haben wir hier einen Unterordner oder einen Untermagneten, der dann eben getriggert wird, wenn das Ganze fällig wird. Bedeutet, ich habe hier ein Wiedervorlagedatum, das zeige ich Ihnen alles gleich nochmal in der Stempelaktion, was eben sagt, wenn das Wiedervorlagedatum in den nächsten 0 Tagen ist, also Stichtag Wiedervorlagedatum, wird mir das Dokument angezeigt und ich bekomme meine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ich die eingerichtet habe. Oder eben, es wird sozusagen hier reingepflegt, wenn das Wiedervorlagedatum zurückliegt, ne, sozusagen Server war vielleicht mal offline für einen Tag, wenn Sie ein On-Premise-System haben, sodass dieser Workflow trotzdem noch triggert, selbst wenn diese Frist abgelaufen ist. Oder halt, Wiedervorlagedatum ist nicht vorhanden, ist für den Fall, dass dieser Wiedervorlagestempel noch nicht verwendet wurde und es gar kein Wiedervorlagedatum gibt. Damit haben Sie eigentlich alle Eventualitäten abgedeckt. Sieht recht schlank aus an der Richtung und kann man so relativ gut an den Mann bringen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe hier meine Rechnung, das ist jetzt einfach nur mal ein Magnetenordner, wo ich hier eine Rechnung drin habe,
dann habe ich hier die Möglichkeit, meine Stempel zu setzen. Ich sage, ich möchte hier eine aktive Wiedervorlage haben. Das ist einfach ein To-Do. Bei der aktiven Wiedervorlage habe ich jetzt keine weiteren Eingaben gemacht, denn ich will das einfach als To-Do haben. Ich habe hier eine Rechnung, ach ja, das muss ich nochmal irgendwann bearbeiten oder muss hier was mit dem Lieferanten klären, kann hier auf Wiedervorlage aktiv drücken und dann wird das ganze Ding bearbeitet ohne irgendeine Eingabe und verschwindet sozusagen. Beziehungsweise verschwindet nicht in dem Fall, sondern es bleibt doppelt. Das hilft Ihnen dabei, wenn Sie zum Beispiel hier in einem Freigabe-Workflow sind. Ne? Sie sind jetzt in der Rechnungsfreigabe und sind zum Beispiel beim Zahlungsvorschlag in Ihrem Workflow und sagen sich, ja, ich muss hier aber noch, bevor ich hier eine Zahlung auslöse, Liquidität, irgendwas klären. Machen Sie sich hier Ihre Wiedervorlage rein, aber das Dokument bleibt im Workflow an der Stelle. Nur haben Sie parallel das Dokument ebenfalls an der aktiven Wiedervorlage, an Ihren To-Dos. Ne, das ist dann sozusagen hier Ihre Wiedervorlage aktiv, der Status. Dann gibt es dazu einen Stempel, der einfach sagt, bearbeitet. Dieser Stempel sagt einfach nur, ich bin mit dieser Wiedervorlage fertig. Das heißt, ich kann jetzt einfach drücken, sagt, Wiedervorlage ist bearbeitet. Es verschwindet auf meinen Aufgabenbereich. Ich habe den Lieferanten kontaktiert, ich habe meine Aufgabe da erledigt und es kann aus meinen To-Dos raus. Und im eigentlichen Workflow, wo sich das Dokument, die Rechnung, Vertrag, wie auch immer befindet, hat sich da nichts dran getan. Aber Sie haben sozusagen einen Parallelprozess für sich selber persönlich gestartet. Der andere Weg wäre, ich hätte eine passive Benachrichtigung. Das heißt, ich habe sozusagen mein Wiedervorlagedatum. Hier wird mir das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Wie gesagt, zum Beispiel, ich möchte hier am 27. zu dieser Rechnung erinnert werden. Dann kann ich hier meinen Speicherdialog schließen. Führe das Ganze durch. Jetzt wird mir ebenfalls zu diesem Dokument eine Wiedervorlage passiv quasi Aufgabe durchgelöst. Das heißt, dieses Dokument liegt jetzt hier drinne, denn es hat ja jetzt den Status Wiedervorlage passiv und wartet quasi darauf, dass sich diese Bedingung erfüllt. Das ist ja eben die Bedingung, dass wir hier den 27.10. erreichen, also den nächsten 0 Tagen oder der 28. Dann würde diese Regel zutreffen, 29. auch und so weiter und so fort. Dann rutscht dieses Dokument eben automatisch darunter. Das kann ich Ihnen jetzt einmal manuell zeigen. Sagen wir mal, wir ändern das Wiedervorlagedatum auf den 19.10., also gestern. Ich ändere das jetzt einfach mal händisch um. Das sollte man im Workflow natürlich nicht machen. Und jetzt sehe ich hier, aha, hier ist mein Dokument in den Fälligkeiten drin. Ich kann jetzt hier meine Bearbeitung machen, habe jetzt meine Änderung gekriegt. Ach ja, hier war was dran. Hier wollte ich in 3 Wochen nochmal raufgucken. Geht natürlich auch mit Kommentarfeld und so weiter. Und kann jetzt einfach hier sagen, jo, habe ich erledigt, mit meinen Kollegen abgesprochen, wie auch immer. Und ist dasselbe wie im Aktiv. Fällt dann raus. Das sind so beide, finde ich, sehr schlanke Workflows in der Richtung. Ne? Ich habe einen Magneten, wo ich meine aktive Wiedervorlage machen kann mit einem Status. Und ich habe meine Zeitdarstellung, die ich an 2 Magneten mache. Also kein großer administrativer Aufwand, wenn ich einfach weiß, was ich hier eingeben muss. Wenn Sie dazu am Ende nochmal Hilfe benötigen, ne, wir können jederzeit unser Consulting darauf ansprechen, dass Sie da unterstützt werden, wenn Sie da Hilfe brauchen. In der Regel sollten Sie da aber nach einem Advanced Training auch zu in der Lage sein. Diese Wiedervorlage sieht man beispielsweise auch in unserer Solution Vertragswesen Basic. Da gibt es eine ähnliche Funktion, auch sogar mit dem gleichen Symbol. Das heißt, Sie können sich die Solution kostenlos runterladen und bauen diesen Workflow einfach anhand dessen Vorlage bei sich ein. Das wäre sozusagen zu den aktiven und passiven Wiedervorlagen. Und dann können wir eigentlich direkt weitermachen. Ist auch nicht schlimm, wenn wir ein bisschen Tempo haben, weil die Fragen können wir dann eventuell noch mit ein bisschen Zeit am Ende klären. So, weiteres Beispiel für Verträge wären Mietverträge. Sie haben einen Mietvertrag, Sie haben sich ein Auto gemietet oder was weiß ich, eine Magno-Lizenz, eine Cloud-Lizenz, die über 12 Monate Laufzeit geht. Kündigungsfrist ist, glaube ich, da anders. Aber es wäre sozusagen mal das Beispiel. Wir haben hier einfach die Anforderung, dass wir einen wiederholenden Zeitraum haben, weil meistens wollen wir sowas länger nutzen, Telefonrechnung, was auch immer das sein kann. Und ich habe verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Das heißt natürlich, A, ich mache eine Verlängerung des Vertrages, meistens sogar ohne Zutun. Ne? Also wenn die Kündigungsfrist überschritten ist, verlängert sich das Ding automatisch. Ich muss nichts tun, aber ich will natürlich
zumindest auch vielleicht gegenüber meiner Geschäftsführung sicherstellen, dass ich mich darum gekümmert habe, ne? Dass da jetzt keine Aktion nötig war, sondern ich das durchgegeben habe, dass das Ding automatisch weiter verlängert werden darf. So, da möchte ich natürlich vor der Kündigungsfrist, das ist ja eigentlich der Hauptgrund, bevor die abläuft, erinnert werden oder die Möglichkeit haben zu handeln. Achtung, dein Vertrag oder deine Kündigungsfrist beginnt in einem Monat, in 2 Monaten. Bitte kümmere dich um eine Aktion, entweder verlängern oder du sagst kündigen. Und so habe ich sozusagen mein reaktives Arbeiten. Ich muss nicht gucken, welche Verträge sind jetzt aktiv, welche Verträge haben jetzt bald hier eine Kündigungsfrist, sondern ich kann mich entspannt zurücklehnen. Ich kriege eine E-Mail von der Magno. Hier kümmern Sie sich um Ihren Vertrag und dann spielen Sie das Ganze durch. Genau, da kommen wir auch schon zu dem unter Magno, fliegender Wechsel. Genau, wir haben hier den Punkt 03, Mietverträge, gleiche Ablage. Auch sehr schlank, 2 Untermagneten. In diesen Mietverträgen, da kommen wir später nochmal mit den Rechten drauf zu, gibt es 2 Dokumenttypen, einmal Mietvertrag, einmal Leasingvertrag Auto. Das sind jetzt einfach 2 Beispieldokumenttypen, die ich hier angelegt habe, wie man sieht. Mit der Bedingung, dass es einer der beiden Dokumenttypen sein muss und es darf nicht gekündigt sein. Das heißt einfach, der Stempel gekündigt, wie man hier sieht, darf nicht vorhanden sein. Ganz einfach, ich will keine gekündigten Verträge zur Wiedervorlage haben, interessiert mich nicht. So, die landen dann in der Regel hier drin, wenn sie nicht fällig sind. Jetzt habe ich hier unter Entscheidung fällig eigentlich genau dasselbe wie unter Passiv von der Funktionsweise her. Ich habe hier eine Kündigungsfrist, die ich mit als Datumsfeld eingebaut habe. Hier sieht man einmal Vertragsbeginn, Vertragsende, Kündigungsfrist an einem Vertrag. Und ich möchte beispielsweise, wenn die Kündigungsfrist in den nächsten 2 Monaten ist, möchte ich dazu erinnert werden. Na, oder die Kündigung ist in den letzten 3 Jahren, also quasi Kündigungsfrist überschritten. Da hat man eigentlich nur eine Aktion, man kann nur verlängern in der Richtung, aber so, dass ich dann benachrichtigt werde, wenn in 2 Monaten diese Kündigungsfrist eintritt. Gleiches Prinzip wie passiv. Ich habe meine Möglichkeiten. Hier kann ich ein bisschen mehr machen mit den Stempelaktionen. Ich sehe hier, ich habe einen Vertragsbeginn 20.01.22, ich habe ein Vertragsende 20.12.22. Jetzt sind jetzt einfach mal irgendwelche Daten reingehackt, die 12 Monate darstellen sollen. Und die Kündigungsfrist ist 20.09. In dem Fall hier wäre sie überschritten. Ich hätte also nur die Möglichkeit, rechtlich zu verlängern. Ich kann ja nicht mehr kündigen, habe ich mich nicht rechtzeitig drum gekümmert. Aber das Dokument liegt jetzt quasi schon hier drinne seit Juli 22, muss man sich vorstellen. So, wenn das jetzt ein 12-Monats-Vertrag wäre, der sich automatisch um 12 Monate verlängert, kann ich hier einfach sagen, Vertrag verlängern um 12 Monate. Dann mache ich hier meinen Stempel. Da ist fest hinterlegt, dass er auf die Vertragszeit, also Vertragsende und die Kündigungsfrist 12 Monate drauf addiert. Das heißt, ich muss nichts ausrechnen, muss nichts draufpacken, sondern kann einfach sagen, verlängert um 12 Monate. Gilt dasselbe mit der Kündigungsfrist. Kann natürlich sein, dass dann die Kündigungsfrist bei der ersten Wiedervorlage sich von 3 Monate auf 1 Monat verkürzt. Aber auch das lässt sich dann ja eintragen. Das könnten Sie dann manuell tun. Und das Vertragsende wird dann einfach erneut auf 12 Monate gesetzt. Das Ganze kann ich dann hier bestätigen, geht durch, dann wird das Dokument bearbeitet und fliegt quasi aus meinen Entscheidungen fällig heraus. Und bleibt dann hier drinne wieder so lange, bis ich in 9 Monaten raufgucke und das Ganze oder in 8 Monaten, je nachdem, wann ich hier benachrichtigt werden will, wo dann der Vertrag wieder reinfliegt. Ich kriege meine Benachrichtigung, dass ich mich um diesen Vertrag kümmern muss. Die Kündigungsfrist steht bald an und dann kann ich wieder eine Aktion machen und das quasi durchschicken. Analog zum Passiv finde ich aber immer wieder eine sehr nützliche Funktion. Genauso, wenn Sie einen Vertrag hätten, der sich um automatisch 36 Monate verlängert. Mir fällt jetzt aktuell kein Live-Beispiel ein. Das ist jetzt einfach nur mal, um die Möglichkeit zu zeigen, was wir da haben. Dann könnten Sie hier den Vertrag um 36 Monate verlängern. Ne? Auch hier würde es wieder drauf gerechnet werden. Hier sieht man jetzt 2025, Vertragsende 2025. Und dann könnte man das Ganze so abschicken. Ich bestätige das jetzt mal hier nicht an der Stelle, sondern mache mal nicht speichern. So, und was geschieht jetzt, wenn ich einen Vertrag kündige? Ich klicke auf Vertrag kündigen, dann könnte man noch sowas sagen wie Kommentar, warum, wieso, weshalb. Und natürlich entscheiden Sie dann im Unternehmen, möchte ich das als 2-Schritte-Vier-Augen-Prinzip haben, beispielsweise
die Legal-Abteilung sagt, ich möchte diesen Vertrag kündigen, der soll aber gleichzeitig zu einer anderen Person gehen, die sich dann um die aktive Kündigung kümmert, die dann eine E-Mail schreibt, hallo, wir wollen hier fristgerecht kündigen oder einen Briefverkehr, wie auch immer, zu dem Vertrag so und so. Und dann einmal per Stempel bestätigt, ich habe diese E-Mail rausgeschickt, beim Lieferanten nachweislich und das Ding ist jetzt gekündigt. Ne, so ist quasi der Workflow, dass sich der Mitarbeiter, also ich hier, Lutz Hansen, sich jetzt schon gekümmert hat, die E-Mail geschrieben hat zum Lieferanten und gesagt hat, hier, das Ding ist gekündigt. Ich mache meinen grünen Haken und sage Speichern schließen. Der Mietvertrag ist hier komplett raus. Das heißt, ich finde ihn auch nicht mehr hier wieder, weil mir werden keine gekündigten Verträge hier angezeigt. Interessiert mich ja auch nicht in einer Wiedervorlage. Das war es eigentlich schon so zum Vertragsworkflow. Kann man auch nachgucken in der Vertragswesen Basic Ablage. Da haben wir ähnliche Funktionen, die auch ein bisschen mit Workflow aufgebaut sind. Da können sich dann einfach auch die Funktionen so rauskopieren. Genau, wieder zurück der Sprung in den Vortrag. Jetzt kommen wir so ein bisschen in das komplexere Thema Rechte. Immer wieder ein Thema, was in der Schulung oder mit den 2 Tagen Schulung nicht ausreicht, das wirklich komplett durchzugehen. Man muss da auch eine gewisse Übung drin haben, man muss das gewisserweise auch mal angelegt haben, man muss wissen, wie die Rechte zusammenspielen. Deshalb haben wir uns im Customer Service überlegt, machen wir doch mal so eine Art Best Practice Prinzip, weil wir oft in den Projekten gefragt werden, wie sollen wir die denn jetzt anlegen, die Rechte. Daraufhin haben wir unsere Solutions online im Store eben angepasst und eingedampft das Rechtesystem, so dass wir sagen, das so, wie wir es Ihnen empfehlen würden und ein, zwei, drei Beispielgruppen, dass Sie die nehmen können und dann kopieren können und auf Ihr eigenes Rechtesystem umbasteln, erweitern etc. Das ist eigentlich so in all unseren Standardlösungen drin, vor allen Dingen auch so Rechnungswesen Advanced mit Abteilung A, Abteilung B, auch in dem Rechtefreigabeprozess. Da können Sie dann gleich mit rumspielen. Genau. Wir haben das aufgeteilt in einmal Grundrechte. Die heißen nämlich eigentlich, was darf ich überhaupt machen, wenn ich was machen dürfte, so in der Richtung. Darf ich, wenn ich das Recht auf ein Dokument habe, überhaupt eine Anmerkung machen? Darf ich mir das Original angucken? All so eine Generelleinstellung, die man ja über mehrere Gruppen verteilen kann. Also je nachdem, ob es eben eine Buchhaltung ist oder eine Vertragsabteilung, wenn die was sehen dürfen, sollen die natürlich auch was damit machen. Das ist sozusagen diese gemeinsame Schnittmenge. Das ist dann eben eine Benutzergruppe und da können einfach alle Benutzer rein, die überhaupt mal irgendwie mit Amagno arbeiten können. Grundrechte alleine reichen nicht, um was mit Amagno zu machen oder mit einem Dokument in der Richtung. Dazu bedarf es die Kombination aus fachlichen Rechten. Denn Sie können ja in Amagno in mehreren Rechtegruppen vorhanden sein und diese Rechte werden dann zusammen kalkuliert, addiert, wie auch immer man das sehen möchte. Und die fachlichen Rechte sagen da eigentlich immer aus, so wo und womit darf ich denn überhaupt was machen mit meinen Geschichten? Also beispielsweise darf ich überhaupt Rechnung sehen, darf ich Personalabrechnung sehen, darf ich nur meine Personalabrechnung sehen? Wenn ich die sehen darf, darf ich die auch bearbeiten. Das ist so alles in den fachlichen Rechten drin. Das haben wir auch in den Solutions so erweitert drin und können sich dann auch soweit angucken. Werde ich auch gleich nochmal in der Ablage zeigen. Genau, wir haben einmal die Aufteilung Grundrechte, fachliche Rechte, habe ich hier gerade erklärt. Und dann haben wir nochmal die Magnetisierung als eigenen Part. Warum? Die Magnetisierung ist aktuell so, dass wir dort keine Rechte spezifizieren können, weil das Dokument ist ja noch nicht von Amagno erkannt, kann Amagno in dem Moment also noch nicht gut mit Rechten rumhantieren. Man kann auch nicht sagen, wer darf das sehen, wer darf es nicht, wenn es gar nicht weiß, ist es ein Vertrag, ist es nicht. Da muss man immer vorsichtig sein in Sachen Personalwesen, Ablagen, operativen Ablagen, da muss man sich bewusst sein, ein Magnetisierer könnte in der Richtung möglicherweise jedes Dokument sehen, was gerade bei Magno reinkommt. Das ist wichtig zu wissen. Und dann natürlich sowas wie vernichten wäre auch nicht schlecht, wenn man das in eine eigene Gruppe macht, damit man genau fest hat, wer darf denn überhaupt was machen. Und dann haben wir eigentlich noch so unseren ja, unsere administrative Hilfe dabei, das ist die Benutzergruppenverwaltung. Mit der Benutzergruppenverwaltung habe ich immer die Möglichkeit, mich innerhalb einer Ablage oder auch jemand anders in verschiedene Rechte zu schieben, ohne dass ich dafür in die Administratorgruppe sein muss.
hat den Vorteil, ich kann mal eben die Rechte, die ich angelegt habe, testen. Ich habe Rechte für Buchhaltung reingepackt. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig ein Administrator in Buchhaltung bin, sehe ich natürlich immer alles, weil der Administrator kann alles sehen. Also nehme ich mich aus der Admin raus, bin aber gleichzeitig in der Benutzergruppenverwaltung drin und schiebe mich in die Buchhaltung. Dann sehe ich in dem Moment nur das, was ich in der Buchhaltung sehen kann. Und wenn ich mit dem Testen durch bin und sage, ja, das ist alles gut, kann ich mich wieder zurück in den Administrator schieben durch die Benutzergruppenverwaltung und kann dann da weitermachen. So, dann einmal so schaubildlich dargestellt, was eigentlich so die Grundrechte und das Ganze darstellen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre hier so die Schnittmenge, das wären hier sozusagen die Grundrechte, die sich auf den verschiedenen Abteilungen abbildet. Hier wäre so Abteilung Flottenmanagement, Buchhaltung, Vertragserteilung, einfach als Beispiel. Die hätten jeder ihre eigenen Bereiche, aber auch natürlich ihre gemeinsamen Schnittmengen und Workflows. Das wären zum Beispiel hier zwischen Vertrags- und Buchabteilung und Buchhaltung, hier zwischen Vertragsabteilung und Flottenmanagement, ne, und so können sich die Schnittmengen übergeben. Aber alle haben die Schnittmenge Grundrechte, Anmerkungen ranmachen, Notizen, wenn die das Dokument, den Vertrag sehen dürfen, die Rechnung sehen dürfen oder einen Leasingvertrag vom Fahrzeug sehen dürfen. So, um das Ganze mal anschaulich zu machen. Wie das Ganze oder warum fächern wir das Ganze so kompliziert auf? Ich habe die Möglichkeit, in einer sehr schlanken Struktur aufgrund Dokumentenrechte mir eben gewisse Anzeigen zu vereinfachen. Das heißt, die Mitarbeiter hier beispielsweise, das wäre jetzt die Ansicht fürs Flottenmanagement, hat nur Zugriff auf Autoverträge beispielsweise und das wäre die Vertragsabteilung, die Ansicht haben, auch auf andere Verträge Zugriff. Die sind beide in der gleichen Unterebene, in der gleichen Ablage, unter den gleichen Bedingungen, sehen aber jeweils unterschiedliche Dokumente. Das heißt, Flottenmanagement kann hier keine Entscheidungen fällen für irgendwelche Verträge, die die nichts angehen. Beispielsweise ganz einfach. So, ne? Das heißt, ich muss hier nicht extra einen Magnet machen für Flottenmanagement und dann noch Vertragsabteilung, sondern ich lasse sie alle auf einer Ebene arbeiten. Gleiches Prinzip bei allen Verträgen, gibt es irgendwie eine Kündigungsfrist, irgendwie eine Erweiterung und trotzdem greift das rechte System an der Stelle. Das ist halt mein Vorteil. Ich kann so nämlich fächern, wer was sehen darf, obwohl ich jetzt hier nicht anfange, irgendwelche Sachen zu strukturieren. Das hilft mir auch in der Administration dann wieder, ne? Und wie Sie auch sehen, darf hier zum Beispiel das Flottenmanagement keine aktive und keine passive Wiedervorlage nutzen. Das ist nur mal zu Ihnen zu zeigen, dass diese Rechte halt auch auf Ordnerebene sind. Ne? Also ich kann ja auch entscheiden, darf die Gruppe überhaupt welche Ordner sehen und welche Dokumente sehen. Ne? Das sind so unabhängige Rechte voneinander. So, wieder die Demo, das Umspringen der Makro. Worüber wir lang und breit gesprochen haben. Hier sieht man dann die Untermietverträge und die Entscheidung dabei. Und hier unten ist das Eingemachte, nämlich die Benutzer. Das ist die Administratorgruppe, die dürfen alles. Im Rechtesystem hier rechts haben die eigentlich so alle Oberkategorien von den Rechten vergeben. Hier haben wir unsere spannende Benutzergruppenverwaltung. Die hat eben nur das Recht, das können Sie auch alles in der Ablage runterladen, das müssen Sie sich nicht merken, ne, in unserem Solution Store, da ist es eben schon so angelegt. Die hat eigentlich nur das Recht, Benutzer zu entfernen und hinzuzufügen. Darf nichts anderes, keine Dokumente sehen, kein nichts. Also eine Benutzergruppenverwaltung alleine reicht nicht aus, um hier irgendwas sehen zu können. Das können Sie nutzen, um hier administrativ tätig zu werden. Rechte testen. Das ist immer wichtig, dass Sie validieren, dass die Leute oder die Person auch nur das sehen sollen, was sie sehen sollen. Und hier wird eigentlich nur verhindert, dass Sie sich selbst aus der Benutzergruppenverwaltung aus Versehen mal rausschieben, um einfach hier die Fehlerquote zu verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt hier nehmen will, Thread Drag and Drop, dann sagt mir Magno, nee, Sie können sich da jetzt nicht rausziehen, weil hier der Schutz drauf liegt mit dem Verweigern des eigenen Entfernens. Verweigern ist immer stärker als hinzufügen. So, dann habe ich hier meine Grundrechte, worüber ich lang und breit gesprochen habe. Genau, ich bin auch in der Administrator drin. Hier sind die Grundrechte. Das ist dann sowas wie Anmerkungen zufügen, Weblinks, Bearbeitung anderer Benutzer rückgängig machen, macht hier vielleicht keinen Sinn. Das müssen wir vielleicht mal rausnehmen. Aber Dokumente einfügen in der Makro, lesen, Anmerkungen lesen, wenn ich das Dokument lesen darf und so weiter, persönliche Mitteilungen. Genau. Aber das gilt hier nur in Kombination, wenn ich auch ein fachliches Recht in einer fachlichen Gruppe bin. Sonst kann ich nämlich gar nichts sehen.
Das heißt, ich muss gleichzeitig zum Beispiel im Flottenmanagement sein und in den Grundrechten, damit ich hier meine Automietverträge bearbeiten kann. Wenn ich meine anderen Verträge bearbeiten will, machen will, muss ich in den Grundrechten sein und auch in der Vertragsabteilung. Hier bin ich jetzt zum Beispiel nicht drin und wenn ich nicht im Administrator drin wäre, könnte ich die dann nicht sehen. Ne, hier auch sozusagen, hier sind die Rechte bei, die sind jetzt hier nicht eingegrenzt. Das heißt, die Vertragsabteilung darf hier alle Dokumente sehen in der Ablage, hier darf sie alle sehen, hier darf sie alle bearbeiten, die sie sehen kann und hier darf auch jede Unterstruktur angeschaut werden. Im Flottenmanagement ist das ein bisschen eingeschränkt. Für die Demo zum Beispiel, ich klappe das mal alles hier auf. Das Flottenmanagement darf nur vom Dokumenttyp Leasingvertrag Auto sehen und auch nur Dokumente vom Leasingvertrag Auto bearbeiten, das heißt Stempeln und so weiter. Und darf auch nur ab dem Ordner Mietverträge überhaupt Dinge sehen. Das heißt, schiebe ich mich jetzt mal aus dem Administrator hier raus. Rechtsklick Nutzer ausschließen, genau. So. Dann fängt an, sich meine Ablage ein bisschen einzudampfen. Jetzt bin ich wahrscheinlich noch irgendwo anders drinne, mit dem Zeigeprinzip oder ich muss einmal die Ablage neu laden. Ne, okay, ich sehe jetzt mehr, als ich eigentlich sehen sollte. Das wird ein Aktualisierungsproblem sein. Ich werde damit aber nichts machen können. Genau. Könnte auch noch hier sein, aber genau so in der Richtung sehe ich dann eben nur das, was ich auch auf dem Screenshot sehe. Und ja, das wäre das Ganze dann schon zu dem Rechtesystem. So, durch die Benutzergruppenverwaltung habe ich natürlich immer wieder die Möglichkeit, mich irgendwo rein und rauszuschieben. Das heißt, ich kann mir jetzt auch in die Vertragsabteilung schieben und sehe jetzt hier den Mietverträgen, dass ich jetzt hier auch wieder alle Dokumente sehen kann. So, und ich kann mich natürlich auch wieder aus der Vertragsabteilung rein und rausschneiden und wieder in den Administrator packen und dann sehe ich wieder alles. Ne, das hilft mir sozusagen beim Administrieren der Ablage immens. So, wieder zurück. Viel mehr kommt da nicht, keine Sorge. Ich lasse Sie bald in Ruhe. Kurzes Fazit von unserer Seite oder Empfehlung. Halten Sie Ihre Workflows schlank allgemein. Je schlanker Sie einen Workflow haben, desto besser. Wichtig ist dabei noch, halten Sie auch die Informationen, die Sie per Magnetisierung, per Stempel an Ihre Dokumente bringen, möglichst schlank. Nur das, was Sie müssen, so viel wie nötig. Und so wenig wie möglich. Das ist eigentlich so das Hauptthema dabei. Je schlanker, desto besser. Und nutzen Sie halt unsere Solutions in der Cloud als Vorlage. Da wird Ihnen schon viel Arbeit abgenommen. Das war es an der Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir noch gefühlt 4 Minuten für Fragen, wenn nicht schon welche gelaufen sind. Ich schaue mal eben hier in die Oberfläche rein. Oh ja, ein paar Fragen sind da. Wurden die schon beantwortet? Jan-Dirk darf sich gerne entmuten, wenn du möchtest. Schaubild war sehr hilfreich. Achso, das ist von Jan-Dirk. Genau. E-Mail-Benachrichtigung kann man natürlich einrichten. Die habe ich jetzt gerade nicht gezeigt. Wie komme ich denn hier nochmal schnell hin? Im Browser öffnen. Einen Moment, vollständiger Bildschirm. Sonst kann ich nochmal eben schnell reingehen. Die E-Mail-Aktion liegt am Stempel hinterher. Das Problem ist jetzt gerade, dass er mir durch mein ganzes Administrator hin und her geschoben, mir jetzt gerade die Stempel nicht anzeigen will wahrscheinlich. Doch, da sind sie. Und zwar müsste ich am Vertrag verlängern hier eine E-Mail-Aktion haben. Genau. Ne? Also hier richte ich die E-Mail-Aktion ein. Ich habe hier, wenn ich einen Vertrag zum Verlängern habe, habe ich hier eine E-Mail-Aktion eingerichtet. Diese E-Mail-Aktion wird hier über den Plusknopf hinzugefügt. Diese E-Mail-Aktion wird ausgeführt vor dem Stempeln. Das heißt, wenn dieser Mietvertrag zur Wiedervorlage da ist und 12 Monate fällig ist, wird vor dem Stempeln, also beim Anziehen, eine E-Mail losgeschickt an den es dann eben als Empfänger interessiert. Also sozusagen kann man hier Systemmerkmale auswählen. Der Autor des Vertrages oder auch der Bearbeiter des Vertrags, oder ich kann hier aus einem bestimmten Merkmalwert E-Mail-Adressen reinlegen, oder ich kann auch eine feste E-Mail-Adresse reinlegen oder einen Benutzer auswählen, zum Beispiel hier den Herrn Jansen, und kann natürlich hier auch einen E-Mail-Buddy reinfügen. Bitte um Vertragsverlängerung kümmern, Vertragsbearbeitung etc. Kann das als Amagno-Link-Datei hier nutzen. Das kommt dann in der E-Mail, da haben Sie dann eine Link-Datei dran, Doppelklick drauf.
kommen sie direkt ins Dokument oder sie sagen, sie schicken das Original mit oder PDF-Vorschau, damit man gleich sieht, um was es sich handelt. Und dann wird das Ganze genauso ausgeführt. Ja, also einfach hier oben drüber beim Stempel über Aktionen, auf Aktionen gehen, Aktionen hinzufügen, E-Mail versenden und dann kommt genau diese Oberfläche, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Dann sagen Sie vor dem Stempeln, das bedeutet da, wo der Stempel als Magnet festgemacht wurde, das ist eben hier, ne, bei Entscheidung fällig. Wenn dir das Dokument an Entscheidung fällig festgezogen wird, wird dann eine E-Mail rausgeschickt. Ich hoffe, das war jetzt so im Schnelldurchlauf erklärt. So, genau. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, sehr schön. Genau, wir sind, glaube ich, jetzt auch schon am Ende. Da sind noch ein paar Fragen. Das werden wir aber leider jetzt gerade nicht mehr schaffen. Wenn wir Ihre Fragen jetzt noch nicht beantworten konnten, dann richten Sie sich einfach nochmal an uns über die Adresse auf der Internetseite oder direkt an Ihren Ansprechpartner im Projekt. Und wir werden dann einfach Ihre Fragen dann nochmal beantworten. Und wenn wir Sie natürlich hier einmal auch identifizieren können, sagen wir mal, dann können wir uns auch nochmal direkt bei Ihnen melden. Das ist kein Problem. Also von daher stellen Sie gerne Ihre Fragen auch im Nachgang nochmal an die ganz normalen Ansprechpartner, die Sie haben oder in unserem Supportportal. Genau, machen Sie da gerne ein Beratungsticket auf, dann ziehen wir Sie da zugute oder schreiben Sie eine Mail. Ja, mit diesen Datumsberechnungsfunktionen, Sie können das, die Berechnungsfunktion aufs gleiche Merkmal setzen und sagen, dieses Merkmal plus 12 Monate, das bedeutet, dass das Merkmal sich automatisch um 12 Monate berechnet vorverlegt in der Richtung. Das haben wir da gerade gemacht. Könnte ich jetzt noch mal zeigen, aber sonst machen wir es einfach im Beratungsticket, weil wir sind an der Zeit. Wir wollen ja noch mal Jens Büchers Keynote hören. Die will ich auch noch mal gerne hören. Und dann hoffe ich, dass Sie ein bisschen was mitnehmen können. Hat mich gefreut und auch danke dir, Jan-Dirk, für die Administration. Dann wünsche ich noch viel Erfolg bei Ihrem Projekt und melden Sie sich gerne.